ScreenMac wird dir präsentiert von MacTrading.de, dein Apple Online-Shop. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei ScreenMac. Ja, vor ein paar Monaten habe ich euch mal den Musikstreaming-Dienst Simfy vorgestellt, der sich damals noch in den Startlöchern befand. Ich habe ihn euch vorgestellt mit den Worten, ja, kostenloses Musikstreaming in Deutschland. Ja, hat sich jetzt weiterentwickelt, unter anderem, als ich das damals erzählt hatte. Ich kann es nochmal kurz zusammenfassen. Mit Simfy könnt ihr kostenlos eure Lieblingskünstler hören. Das, was gerade sich überall befindet, also eine Auswahl von 6 Millionen Titeln, könnt ihr euch dort kostenlos streamen. Allerdings nur auf der Webseite. Damals war das so. Und wenn ihr dann halt so eine App wie diese hier auf eurem Mac, also so ein Programm benutzen wolltet, damit das Ganze natürlich viel komfortabler wird, ging damals nicht. Und das haben echt viele bemängelt. So, damals musste man dafür nämlich Premium sich kaufen. Premium bringt dann ziemlich viele Vorteile mit sich. Bei Simfy Premium habt ihr dann Zugriff auf ein paar mehr besondere Künstler, die aber auch wirklich sehr beschränkt sind. Dann unter anderem, das ist halt dieses Spezialmusikpaket sozusagen, diese mobilen Apps für eure iPhone, iPod und so weiter sind nicht mit drin. Der werbefreie Musikgenuss wird halt, dass keine Anzeigen geschaltet werden und so weiter. Und die weltweite Nutzung ist auch nicht mit drin. So, aber im kostenlosen ist jetzt unter anderem die Desktop-App drin. Die gab es vorher nur bei Simfy Premium. Und darauf möchte ich euch jetzt auf jeden Fall nochmal hinweisen. Denn das ändert dieses Musikstreaming nochmal um, sag ich jetzt mal, 50% besser oder was weiß ich wie viel. So, das ist diese Simfy Desktop-App, die ihr euch da kostenlos runterladen könnt auf simfy.de. Das ist sozusagen wie ein iTunes. Ihr könnt einfach nach eurem Künstler suchen, wie zum Beispiel jetzt einfach mal Killers hier, und da werden euch die ganzen Titel, die es in Simfy gibt, von den Killers dort angezeigt. Dann könnt ihr dort auch nochmal draufklicken. Ja, und dann könntet ihr jetzt einfach diese Titel hier anklicken und dann in bester Qualität hören. Allerdings mache ich das jetzt nicht, denn das darf ich. Ich darf jetzt hier in diesem YouTube-Video nicht so Musik abspielen, aber ihr könnt mir glauben, das startet dann auch direkt. Also ich mache das jetzt mal kurz und dann drehe ich die Musik einfach runter, dass ihr es nicht hört. Deswegen hört ihr das Lied jetzt gleich nicht, nur dass ihr seht, wie schnell das gestartet wird. So, und jetzt habe ich den Song hier auch gerade auf meinen Hörern gehabt. Ja, so einfach ist das Ganze und das Ganze auch noch kostenlos, wie wir sehen. Du bist Basic-Nutzer, jetzt Premium werden, da kann man sich da seine schönen Playlisten machen und wirklich so kostenlos Musik hören. Das Ganze geht natürlich nur mit einer Internetverbindung, solange ihr kein Premium-User seid, aber sonst ist das echt eine super Musikauswahl, super zum Hören. Das Ganze gibt es auch für Windows und Linux, nicht nur für den Mac, und einfach ein Top-Tipp, wenn ihr gerne Musik hört. Also Simfy kostenlos, ich zeige es nochmal, die Webseite simfy.de. Dann könnt ihr da auf, also müsst ihr euch natürlich erstmal anmelden. Alles kostenlos, Download, jetzt herunterladen. Und vielleicht gefällt euch auch die Premium-Version. Da gibt es jetzt auch einen Studententarif für 6,99 € im Monat. Dann habt ihr die anderen Funktionen auch. Naja, das war so ein kleines Infovideo oder auch Vorstellungsvideo nochmal von Simfy. Und dann sage ich Tschüss!